Hallo, liebe Freunde meines Kanals. Ich zeige euch heute, wie ich mit nur ganz wenig Material eine recht wirkungsvolle Weihnachtskarte bastle. Also ihr braucht dazu, ja, hier solche Stanzer. Da spielt eigentlich die Form nicht unbedingt eine Rolle. Ich habe jetzt hier Sternchen genommen. Es könnten aber auch Herzchen sein. Dann braucht ihr ein bisschen Designpapier. Da verwende ich immer hier von einem Laden, verwende ich immer die kleinen Blöcke, die es da zu kaufen gibt. Dann braucht ihr also zwei Bögen, zwei unterschiedliche habe ich hier genommen. So, dann braucht ihr eine Karte, die gibt es ja auch so fertig zu kaufen, also eine Karte mit Umschlag. Ich habe hier eine Pappkarte genommen, auch in dieser Pappfarbe, ja, wie so Kartonfarbe. Dann braucht ihr unbedingt ein Geodreieck, damit ihr etwas einzeichnen könnt, ein wenig Kleber, ihr braucht einen Bleistift, ja, ein Schreiber, ich habe hier einen Füller. Und dann habe ich in meiner Kiste, in der ich also Perlen sammle, habe ich nachgesehen und habe mir ein paar Perlen auf den Tisch gelegt. So, und zwar mache ich jetzt einen Tannenbaum. Da brauche ich jetzt erst einmal hier von dem dunkleren Papier einen Stamm. Dazu zeichne ich jetzt hier einen Streifen ein mit dem Geodreieck. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, den zeichne ich jetzt so etwa 1 Zentimeter breit. Dann schneide ich ihn. Ach, eine Schere braucht man auch noch. Die habe ich auch hier liegen. Dann schneide ich diesen Streifen ab. So, und klebe diesen Streifen als Stamm für einen Tannenbaum hier auf diese Karte. Das ist etwas lang geworden, deswegen schneide ich jetzt ein Stück von dem Streifen ab. So, klebe den Stamm etwa mittig auf die Karte. Nehmen wir mal als Unterlage hier den Umschlag von dem Designpapier. Das lasse ich nachher trocknen, sodass ich das also wiederverwenden kann. So, also etwa mittig auf die Karte. So, aus dem anderen Bogen, den ich habe, schneide ich jetzt eine Tanne aus. Und zwar mache ich es so, ich falte hier diesen Bogen diagonal in der Mitte. Schneide den Bogen durch. So, wähle jetzt hier die 45-Grad-Spitze, diese hier, lege die hier hin und schneide jetzt aus diesem ja wirklich so nach Gutdünken ein Dreieck für den Tannenbaum. Das heißt also, ich zeichne hier eine Linie ein, schneide genau über die Linie. So,
und habe jetzt hier einen Tannenbaum. Der ist etwas groß geraten, deswegen schneide ich hier unten ein Stückchen ab. Das brauche ich gar nicht einzeichnen. Das kann ich so frei aus der Hand schneiden. So, jetzt passt der Tannenbaum hier sehr gut drauf. So, und in dieses Dreieck stanze ich jetzt ein paar Sterne. Ganz wahllos irgendwo hin. So. Ich dachte, ich stanze auch den größeren, aber das mache ich jetzt nicht. Weil der große, der ist mir wirklich jetzt zu groß. Vielleicht noch ein paar kleine. So, die Sterne, die rausfallen, die verwahre ich. Die kann ich nämlich nachher, hier lege ich mir die jetzt parat. Auch die hier aus der, so, da sind noch ein paar andere drin, aber macht ja nichts. So, die lege ich mir hin. So, und nun schneide ich dieses Dreieck immer parallel zu dieser Unterseite verschieden auseinander. Also frei Gusto, einfach so, wie es mir einfällt. So, und jetzt klebe ich diese einzelnen Teile, klebe ich jetzt hier auf den Stamm. Und zwar so, dass die immer ein bisschen Abstand zueinander haben. Hier ist das zweites Stück, so das dritte, das vierte Stück, ich muss ein bisschen tiefer gehen, damit die Spitze oben noch drauf passt. Passt sie natürlich nicht, weil ich das einfach zu groß geschnitten habe. Aber das kann man ja noch ein bisschen korrigieren, indem man das hier ein wenig runterzieht. Ich schneide hier oben die Spitze einfach etwas kleiner. So. So, jetzt wird es festgeklebt. So, das mache ich jetzt hier im Video nicht. Dann klebe ich rundherum hier diese Sterne, die ich ausgestanzt habe. Das muss ich ja hier in dem Video jetzt nicht vorführen. Das würde dann zu lange dauern. So, und in die ungestanzten, die ausgestanzten Sterne hier, klebe ich hier in der Mitte noch ein paar Perlen. So, ich finde jetzt hier diese hellblauen sehr schön. Ach, sehr schön wären auch die hier. Oder nein, die nehme ich lieber nicht, gefallen mir dann doch nicht. Also hier werden jetzt ein paar Perlchen reingeklebt.
So, und dann kann man ja mit dem Stift, könnte man dann sehr schön noch frohe Weihnachten drauf oder ein gesegnetes Fest schreiben. Und so habt ihr eine schöne Karte. So, die Karte, wenn sie fertig ist, die werde ich dann fotografieren und werde sie dann am Ende des Videos, werde ich das Foto einblenden. So, viel Spaß beim Nachmachen.